Goals Fernbedienung fehlt leider. Die muss sie noch bei sich haben. Ich mache ihn lieber nicht auf mich auf. Noch nicht. Ganz leise. Verdammt. Abgeschlossen. Wie soll ich ihn denn nun mutig von hinten erledigen? Gar nicht. Langsam habe ich wirklich genug von diesem verdammten Implantat. Alles okay? Geht schon. Gibt's eine Zusammenfassung? Wir sind in Argos Bombenkontrollturm. Ich glaube, Cletus hat vor, die Sprengung auszulösen. Dieser Miese. Und wo ist Donner Goal? Um genau zu sein, bist du jetzt Donner Goal. Lady Goal hat deinen Körper und steht draußen auf dem Balkon. Sie glaubt immer noch, Cletus ginge klar. Vielleicht kannst du ja mal mit ihr reden. Auf sich selbst hört sie vielleicht. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Zum Glück weiß ich genau, wie man mit widerspenstigen Frauen redet. Das habe ich von dir gelernt. Tja, sie hatte einen brillanten Lehrer. Wenn sie nur halb so gut mit Menschen umgehen kann wie ich, dann... Vielleicht sollte ich ihr besser nachgehen. Nur zur Sicherheit. Merkst du gar nicht, wie wenig Sinn das ergibt? Ich hab's doch gesehen, verdammt! Hör bitte auf zu fluchen. Ich hasse es, wenn du das tust. Durch den Gebrauch von Fluchworten wirst du mich wohl kaum umstimmen. Und durch den Gebrauch von Ohrfeigen? Typisch. Wenn dir die Argumente ausgehen, greifst du zur Gewalt. Dem Analphabetentum der Seele. Ich kann dir ja mal zeigen, wie ich Kopfnuss buchstabiere. Zufällig mit T wie Trittleiter? Ladies, Ladies! Sowas kann man doch auch friedlich klären. Bei einer fairen Partie Schlammwrestling. Rufus, ich hätte mir denken können, dass du dahinter steckst. Schnabeltier Wattaka. Das ist wirklich alle Mittel recht, oder? Tja, this is my way. Dein Weg führt nur von einer Katastrophe in die nächste. Vielleicht ist das der richtige Weg für Krawallgoal. Meiner ist es nicht. Ist schon okay, Rufus. Du musst mir hier nicht helfen. Das ist eine Sache zwischen mir und... mir. Kümmere dich lieber um Cletus. Er ist im Moment das größere Problem. Ach ja, da war ja was. So, wo war ich stehen geblieben? Dem Geruch nach Zuurteilen in einer Jauchegrube. Was? Na, warte! Puh, das machen die beiden wohl tatsächlich besser unter sich aus. Wie kann man nur so lange Selbstgespräche führen? Schon irgendwie gestört? Gestört. Aber zurück zu den wichtigen Dingen. Ich muss Cletus aufhalten, bevor er... Cletus? Wo ist er hin? Ja, weg. Und jetzt machst du die Katastrophe ganz, ja? Dann wollen wir mal alles rückgängig machen, was Klötfuß hier so angerichtet hat. Das sollte nicht allzu kompliziert werden. Immerhin hat er das ja auch hinbekommen. Ja, nur bist er nicht du. Ah, was ist denn jetzt los? Ein Countdown! Nein! Stopp! Das war knapp. Aber wenn das der Countdown war, was hat Cletus dann hier gemacht? Da stimmt doch was nicht. Hey! Cletus, was soll das? Mach auf, du Feigling! Warum sollte ich? Damit du Pfeife mir wieder in meine Pläne pfuschen kannst? Ich müsste verrückt sein. Ja, wie es aussieht, habe ich das ja schon. Immerhin ist es dir nicht gelungen, die Bombe zu starten. Und? Wer ist jetzt der Idiot? Hä? Du natürlich, wie immer. Ich hatte nämlich nie vor, die Bombe zu starten. Aber ich hab dich doch gesehen, wie du... Ich wollte die Sprengung sabotieren, Herrgott. Ulysses Plan war der reinste Irrsinn. Ich habe die Halteklemmen blockiert. Der Organon wird nicht riskieren, die Bombe so zu zünden. Der Schaden für den Planeten wäre gering. Nur der Bombenturm würde zerstört. Und bis sie den Fehler gefunden haben, weiß der Ältestenrat längst von der Existenz der Deponianer. Du solltest mir danken. Ich habe dein Volk gerettet. Und dich leider auch. Vorerst. Mir kommen die Tränen. Du kümmerst dich doch einen Dreck um die Deponianer. Auch nicht weniger als du. Aber ich habe wenigstens kein Problem damit, das zuzugeben. Es geht mir nur um Goal. Aus irgendeinem Grunde hat sie eine Schwäche dafür, dass Deponia seine faire Chance bekommt. Und du kennst mich ja. Für das Lächeln einer Lady würde ich die Welt ins Verderben stürzen. Wahrscheinlich werden die Ältesten die Sprengung trotzdem durchführen. Ich hoffe es sogar. Aber das soll dann nicht mehr in meine Verantwortung fallen. Und seien wir doch mal ehrlich, mehr hättest du auch nicht für dein Volk getan, oder? Also, inwiefern bin ich jetzt die schlechtere Partie für Goal? Und was sollte mich angesichts dessen daran hindern, mit ihr zusammen nach Elysium zu gehen? Da fällt dir nichts mehr ein, was? Du
Schwachkopf! Was tust du? Ich schalte den Countdown wieder ein. Diesmal ein wenig knapper. Bist du verrückt? Mach das sofort wieder aus! Gerne. Ist das hier der Ausschalter? Hoppla! Ach, was bin ich heute ungeschickt. Ich wünschte, es wäre jemand hier drin, der sich damit auskennt. Aber du musst ja leider schon gehen, nicht wahr? Oh, diese Kanalbazille! Was hast du wieder angestellt? Mal sehen. Vielleicht kann ich die Steuerung überbrücken. Bete, dass das hier klappt. Dieser Verrückte. Was tust du? Was? Sag doch was! Komm zu dir! Donner? Die ist ausgenockt. Absi! Fehler! Netter Versuch, Rotschmutz. Man müsste deine Hartnäckigkeit fast bewundern. Eigentlich sollte ich dich töten, aber langsam tust du mir leid. Wer weiß, wie ich mich verhalten würde, wäre ich auf einer Müllhalde geboren. Ohne jede Hoffnung auf ein besseres Leben. Ohne jede Hoffnung. Ich würde dir ja gerne den Gefallen tun, deiner nutzlosen Existenz ein Ende zu setzen. Von alleine würdest du niemals aufgeben. Ein kleiner Tritt nur. Aber das ist leider unmöglich. Du hast da nämlich etwas, das mir gehört. Das ist Donna in Golds Körper. Sie muss komplett verwirrt sein. Also noch kompletter. Können wir das nicht bereden, nachdem du mir hochgeholfen hast? Ich werde nicht zulassen, dass er gewinnt. Zum letzten Mal. Gib mir diese gottverdammte beschissene Fernbedienung.
Ich weiß. Du brauchst die Aufstiegscodes, nicht wahr? Was soll das werden, Schlauberger? Du weißt genau, was ich will. Hier geht es gar nicht um Goal, oder? Verplempere nicht meine Zeit, du Freak. Gib mir jetzt die Fernbedienung, oder wir fliegen alle in die Luft. Die Bombe tickt. Upsi. Nein, du hirnverbrannter Volltrottel. Ich sollte dich... Goal, das war ja... Wow, gut gemacht. Ja. Sieht so aus. Ich wollte es wohl einfach nicht wahrhaben. Aber offenbar lagst du richtig mit ihm. Warum hat er das nur getan? Ist doch egal jetzt. Hilf mir hoch. Ja, ja, natürlich. Aber nicht bevor ich mich entschuldigt habe. Ich habe dir Unrecht getan. Ich dachte, du würdest mich anlügen. Dabei hätte ich dir von Anfang an vertrauen sollen. Naja, so mehr oder weniger. Hinter meinem Rücken die Bombe zu starten. Unfassbar. Ich könnte niemals mit so einem Lügner zusammen sein. Und trotzdem war es so, oder? Cletus ist der Lügner, richtig? Naja. Was soll das heißen? Gibt es noch etwas, das du mir sagen willst? Eine Sache wäre dann noch. Was? Ich muss alles wissen. Ich weiß, der Zeitpunkt könnte günstiger sein. Aber nur wenn du mir alles erzählst, kann ich dir wieder vertrauen. Und ich will dir doch vertrauen. Cletus hat dich nicht belogen. Was war das? Er hat die Zündsequenz nicht gestartet. Das war ich. Du? Heißt das etwa, Cletus hat mich gar nicht verraten? Ich habe ihn vollkommen zu Unrecht niedergeschlagen? Irgendwie schon. Aber dass ich dir die Wahrheit sage, zeigt doch, dass ich hier der Gute bin. Oder? Nein, es zeigt lediglich, dass der bestmögliche Rufus immer noch schlechter ist als Cletus. Goal, lass mich nicht hängen. Ich habe dir doch alles gesagt. Goal. Na, Rufus, hast du es wieder geschafft, dass sich das Blatt in letzter Sekunde gegen dich wendet? Hm? Ich sagte doch, du willst gar nicht gewinnen. Zumindest nicht durch Betrug, nicht wahr? Nun, du hast gut gespielt bis hierher. Aber am Ende kommen die Karten immer auf den Tisch. Ich habe zwei Damen. Was hast du? Spielen wir jetzt mit? Tja, sieht so aus, als hättest du es mal wieder versaut, Rufus. Oder hast du etwa noch einen Trumpf im Ärmel, von dem ich nichts weiß? Panosch und seine Widerstandskämpfer werden jeden Augenblick hier oben sein. Diese Jammergestalten, dass ich nicht lache. Ich bezweifle ernsthaft, dass überhaupt noch einer von denen am Leben ist. Das muss ein echter Hirni gewesen sein, der diesen Angriff ausgeheckt hat. Diese ganze Aktion ist dermaßen dämlich, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass du damit nichts zu tun hast. Hey. Okay, Themenwechsel. Goal wird das nicht zulassen. Sag es ihm, Goal. Es tut mir leid, Rufus. Mir auch. Es muss schwer für dich gewesen sein, mir dein wahres Gesicht zu zeigen. Was hat er getan? Ich sehe jetzt, wer du bist. Ganz schön tapfer. Aber es reicht nicht. Leider. Du hast mich einmal zu oft enttäuscht. Du hast die Mädels gehört. Das Spiel ist aus. Hältst du das hier für ein Spiel? Es geht hier immerhin um einen ganzen Planeten voller unschuldiger Menschen. Jetzt hör schon auf mit deinem quasi-moralischen Blödsinn. Es ging dir noch nie um die Menschen. Es ging dir darum, das Mädchen zu bekommen. Und was, mein Freund, unterscheidet dich dann noch von mir? Vielleicht die Tatsache, dass ich kein arroganter Schnösel bin? Genau. Du bist der schmutzige Underdog, der Außenseiter aus der Unterschicht. Aber der bist du nur, solange du immer wieder verlierst. Du kannst nicht gewinnen, ohne genauso zu werden wie ich. Genauso wenig wie du auf Elysium leben kannst, ohne Deponia zu zerstören. Es gibt kein Szenario, in dem du gewinnst. Das ist noch nicht das Ende. Ich verstehe. Du hoffst auf einen dritten Akt. Der Held läuft auf die Startbahn. Klopft an das Fenster des Hochbootes. Die Sache hat nur einen Haken, Rufus. Du bist kein Held. Du bist eine tragikomische Witzfigur. Und dies ist auch keine romantische Komödie. Es ist irgend so ein selbstreflexiver Independent-Scheiß, bei dem es am Ende keine Antworten gibt. Kein Happy End. Nur den Blick in das hässliche Spiegelbild, das zu allem Überfluss dann auch noch den Subtext ausplaudert. Das Chaos kann nicht gewinnen, wenn das Ziel die Ordnung ist. Irgendwie sowas. Ich habe noch die andere Fernbedienung. Hier fehlt noch eine Dame für dein Full Goal.
Die kannst du gerne behalten. Das Spiel ist vorbei und der Hauptgewinn reicht mir. Zwei wundervolle, bildschöne Frauen. Eine rechts, eine links und ich in der Mitte. Ihre reinsten und nobelsten Eigenschaften endlich wieder vereint. Mehr als genug Goal für einen maßvollen Mann wie mich. Du hast nur eine dumme Datasette mit Goals geistig-moralischen Kinderkrankheiten. Sie ist ungehobelt, trotzig, streitsüchtig. Das komplette Chaos. Wie Rufus. Genau. Vollkommen. Du weißt schon, dass du da von mir redest, oder? Was denn? Wenigstens bin ich ehrlich. Das gefällt dir doch so an mir. Ja. Ja, du hast recht. Aber es ist ein Teil von dir, Cole. Ohne ihn bist du nicht komplett. Das ist uns vollkommen wurscht. Ich habe die besseren Goals und die Aufstiegscodes. Wir sollten jetzt endlich den Countdown hochdrehen. Abschalten kann ich ihn ja nicht mehr. Danke, Rufus. Dafür wird die Explosion gerade mal den Turm selbst betreffen. Danke, Cletus. Weil ich ein Gentleman bin, gebe ich dir und deinen Rebellenfreunden genug Zeit, euch aus dem Staub zu machen. Das ist doch das, was ihr am besten könnt. Wie gemein! Rufus, du warst vielleicht kein würdiger Gegner, aber ich bin ja Kummer gewohnt. Nein, das kannst du nicht tun. Cletus, Goal gehört zusammen. Wartet, ich... Das wird langsam anstrengend hier. Auch das noch. Sie haben aufgehört zu schießen. Na, endlich. Du meinst, wir haben gewonnen? Ich weiß nicht genau. Aua. Rubusch, alle mal aufgebascht. Es ist Rubusch. Hurra. Janosch. Ihr lebt. Natürlich leben wir. Was dachtest du denn? Wir müssen so schnell wie möglich von hier verschwinden. Der Turm fliegt gleich in die Luft. Dann lass mich schnell alle zusammentrommeln. Vergesst mich nicht. Goal! Eh schon wieder. Goal, du, aber warum bist du nicht bei Cletus? Tja, so verlockend die Aussicht nach Hause zu kommen auch war. Ich hätte einen wichtigen Teil von mir vermisst. Und Cletus? Ich habe ihn auf der Gangway ausgesperrt. Krawall Goal hätte das sicher... dramatischer gelöst. Aber ich fand mich auch ganz lässig. Und Cletus hat getobt. Im Angesicht der drohenden Explosion hat ihm aber eine Goal scheinbar ausgereicht. Apropos Explosion. Wir sollten keine Zeit verlieren. Aber was ist mit dir? Ich meine, was ist mit deinem dritten Teil? Wirst du Baby Goal nicht auch vermissen? Tja. Ich hab da noch was gefunden auf dem Weg hier runter. Sie wird es sich noch anders überlegen. Vertrau mir. Herr Botschafter, es wird Zeit. Der Turm ist evakuiert. Wir müssen unverzüglich los. Ja doch. Ja doch. Ja. Ich wusste übrigens, dass du zurückkommst. Das wusstest du nicht. Wusste ich doch. Ich kann wieder gehen. Wirst du aber nie. August plant zunichte und Schluss der Geschichte. Ich hoffe, sie hat dir ein bisschen gefallen und wird dich bewegen, den Stolz abzulegen, abzuwägen zwischen Egoismen und Idealen. In brenzliger Lage geht es um Courage und um Schnabeltiere und um die Zugehörigkeit zu opponieren in Untergrundorganisationen. Aber ist egal, lass die Körper stehen. Jetzt ist sie zu spät zu gehen. Überhaupt und sowieso, ey, wo soll ich denn wohnen? Ossa, wie wär's mit Heilbronn? Ja, das war's jetzt offiziell auch. Wachi, du hast schon Ende geschrieben. Danke für dein GG. Das war Chaos auf Deponia. Das Projekt
meisten war ja zu erwarten, dass es nicht allzu lang ist, aber finde ich auch gut. Ich finde es halt eine sehr, sehr schöne Länge. Nur zu meinem Fazit. Ich finde das Spiel, ich muss erstmal dazu sagen, ich habe ja Deponia 1, das ist jetzt schon etwas länger her. Und ich muss sagen, ich finde die Deponia-Spiele, also auch das zweite jetzt, haben ihren ganz, ganz eigenen Charme und ich finde, es ist total schön gelöst. Ich finde es gut, dass die Story von Deponia 1 weitergeführt wurde und es sozusagen einfach an der Stelle weitergegangen ist, wo man in Deponia 1 aufgehört hatte. Ich finde, die Geschichte wurde auch wirklich gut weitererzählt. Sie ist auch sehr schlüssig gewesen, wie das so alles passiert ist. Ich fand die Rätsel in dem Spiel richtig gut. Also es hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Auch mal ein bisschen Kopfzerbrechen hatten wir ja eigentlich nur an zwei Stellen. Nämlich einmal, als wir das Gedicht gesucht haben. Und jetzt am Ende dieses Teleporter-Rätsel. Aber sonst sind wir eigentlich relativ gut überall mit klargekommen mit den Rätseln. Die ich übrigens wirklich sehr gut finde. Man muss nicht ganz so abstrakt denken wie im ersten Teil teilweise. Aber wenn man so ein bisschen out of the box denkt, hilft einem das in diesem Spiel auf jeden Fall auch weiter. Wenn ich jetzt ein Ranking machen müsste, welchen Teil ich besser fand, den ersten oder den zweiten, dann möchte ich den ersten noch einmal kurz Revue passieren lassen, wo wir ja zuerst unseren Koffer gepackt haben, weil wir nach Elysium wollten. Dann haben wir uns weggeschossen, es hat nicht geklappt. Gaul ist vom Himmel gefallen, deswegen. Dann sind wir, haben wir einen Kaffee, einen Espresso hergestellt. Sind dann mit Gaul zusammen, ja, mehr oder weniger aufgebrochen. Zwar in Richtung Dock, haben da das Minecart-Rätsel gehabt. Und sind dann schließlich in einem Candy Shop gelandet. Und haben dann auch, ja, sozusagen Cletus das erste Mal getroffen und von den ganzen Plänen erfahren. Und wenn ich jetzt die beiden Spiele ranken müsste, würde ich sagen, dass mir persönlich, ich glaube, ich habe den Humor von dem ersten nicht mehr alles im Kopf. Aber ich fand Lotti im ersten Teil super. Ich würde den ersten Teil vor dem zweiten sehen, aber das ist wahrscheinlich auch eher so, weil es halt neu war und ich mich ja jetzt schon so ein bisschen wusste, wo ich mich drauf einlasse. Da sozusagen der erste Teil den Lotti-Bonus, der dir im Eingang vom Rathaus stand. Gut. Aber der zweite Teil war auch richtig, richtig gut. Irgendwann kommt Deponia 3 bei Deponia. Allerdings war der dritte Teil folgt auf jeden Fall auch noch auf den zweiten. Jetzt ist heute nicht allzu viel Zeit vergangen, aber ich finde, das Ende des Projektes lässt dann auch den Stream dieses Mal enden, weil ich finde, das passt einfach ganz gut, wenn man da so einen Übergang jetzt nicht hat. Ich freue mich dann auf nächste Woche, wenn wir ein neues Projekt starten, welches ich jetzt aber mal noch nicht verrate. Das werden wir dann sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es diese Woche auch noch passiert. Ich werde euch jetzt mal an
Bass weiterleiten. Und ja, wünsche euch noch einen schönen restlichen. Heute ist Dienstag. Ich wünsche euch einen schönen restlichen Dienstag. Wir sehen uns dann hoffentlich am Donnerstag, wo wir auch ein neues Projekt anfangen, was ich jetzt nicht verrate. Und ja, ich würde sagen, damit bin ich raus und sag bye bye.